Hallo und herzlich willkommen bei Dokaskopi TV. Um das Währungspaar US-Dollar japanischer Yen zu besprechen, schließt sich mir Barry Norman, Analyst und Direktor für Ausbildung bei der Investors Trading Academy, an. Im Hinblick auf die Verlangsamung der Weltwirtschaft sind die Aktienmärkte eingebrochen und kurbelten den Yen an. Barry, wie sehen Sie die Entwicklung des Paares in Kurz- und Mittelfrist? Ich erwarte, dass der US-Dollar seinen Trend behält, aber nichts Wichtiges soll bis Ende des Jahres passieren. Worauf ich warte, ist die BOJ-Sitzung im November. Denn Japan ist von seinem Inflationsziel ziemlich weit weg und wird sich ihm nach der Umsatzsteueranhebung kaum nähern. Höchstwahrscheinlich werden wir im nächsten Jahr zusätzliche Verkäufe beobachten. Das hilft der Wirtschaft aber gar nicht. Es gibt kein Wachstum. Das Verbrauchervertrauen geht zurück und verlangsamt die Produktion. Ich erwarte, dass die Bank von Japan in ihrer November-Sitzung noch mehr Anreize hinzufügt und den Yen auf 109 abschwächt. Was ist Ihre langfristige Prognose und auf welchen Fakten beruht sie sich? Wie erwartet befindet sich die amerikanische Wirtschaft im Aufschwung. Kurz vor 2015 werden wir über das Muster von Zinsanhebungen mehr Klarheit haben. Der schwache Dollar wird auf den Bereich zwischen 88 und 89 aufschwingen. Die Bank von Japan lässt nach, während FOMC strafft, und das soll den Yen auf das Level der Mitte von 2013 abschwächen, von wo an die japanische Wirtschaft ihr Wachstum wieder aufnehmen soll, sodass der Yen ab Mitte bis Ende nächsten Jahres wieder zunimmt und bei 102, 103 steht. Barry, vielen Dank für das Gespräch. Das war's für heute. Auf Wiedersehen.